So, hallo und herzlich willkommen zu meinem Abelbanne-Strick-Podcast. Ich bin Inga. Ich liebe Stricken. Ich habe gerade wieder angefangen, ein bisschen zu nähen und ich entwerfe eigene Strickdesigns. Ich komme aus dem Norden Deutschlands und hier soll es jetzt gleich ein bisschen ums Stricken gehen, ganz klein bisschen ums Nähen. Dann ist hier ein bisschen was eingezogen und genau, zeige ich euch alles ein bisschen. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich möchte mich ganz herzlich für die vielen Glückwünsche zu den geknackten 4000 Followern bedanken. Das ist beim letzten Mal habe ich mich nämlich noch nicht getraut zu freuen, weil da war ich immer so bei 4001, 4002. Na, es hauen ja auch mal wieder ein paar ab. Und da war ich zwischendurch auch wieder bei 3999. Deswegen habe ich mich da noch nicht getraut, mich zu freuen. Aber jetzt inzwischen sind wir, glaube ich, bei 4070. Da freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass ihr alle auch ständig eure lieben Kommentare und auch eure Likes und dass ihr mich überhaupt guckt, dass ihr euch die Zeit für mich nehmt. Finde ich total schön, da freue ich mich. Das macht das Ganze für mich natürlich noch schöner. Vor allen Dingen, da kommen wir nämlich auch gleich nochmal zu. Ich habe ein bisschen was für euch zusammengesucht. Das möchte ich halt verlosen als kleines Dankeschön. Das machen wir dann zum Ende der Folge. Ich hoffe, ich vergesse es dann nicht. Ich kenne mich ja. Und ja, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Egal. So, wir fangen erstmal an mit dem, was ich trage. Das ist hier ganz aktuell mein Ethno-Tee. Das Neueste. So, ich gehe mal nach dem Test. So, das ist ein geteiltes Bündchen. Ich finde, das kaschiert immer noch mal ganz schön und eine leicht überschnittene Schulter. Es ist ein bisschen oversiziger, also nicht viel, ne? Es ist so ein bisschen, aber es soll halt schön locker sitzen. Es hat einen schönen weiten Ausschnitt und das ist gestrickt aus der Fecolana Messi. Ich mag das super gerne, weil es halt einfach so, es fällt halt ganz locker. Es ist halt total schön, gerade für den Sommer. Ich mag diese Ärmel, weil meine Arme sind nicht mehr die jüngsten, meine Oberarme. Und sie waren mal ein bisschen fester. Inzwischen sind es halt Winkelarme und da habe ich immer ganz gerne ein bisschen was drüber. Ich habe halt so diese Boxer-Oberarme, sage ich mal, vom Handball. Ich habe jahrelang Handball gespielt und damals waren das dann vom Handball muskulöse Arme. Inzwischen sind die Muskeln leider weg, aber die Menge ist immer noch da. So, naja, gut, das kaschiere ich halt ein bisschen. Ich mag es halt gerne so. Bei 30 Grad trage ich dann halt auch mal, das ist mir den Wurst, ne? Aber so, genau. Das ist das Ethno-Tee, das ist mein zweites. Das erste hängt hier hinten, das kennt ihr ja schon. Ach, ich habe übrigens eine neue Mitbewohnerin. Hier die Uschi, ne? So, habe ich mir mal gegönnt. So, das ist das erste. Hallo. Auch aus der Fecolana Messi. So, genau, aber die kennt ihr ja schon. Habe ich nur nochmal aufgebaut hier. So, der Vollständigkeit halber. Und genau, da diese Anleitung, die wird am Freitag online gehen. Da sind wir jetzt gerade ziemlich final. Und die Fecolana Messi, die wurde mir von Fecolana auch zur Verfügung gestellt für beide Tees. Und ja, ich finde es super schön. Ich finde es halt auch schön, dass man so, wie gesagt, so mit den Farben so ein bisschen spielen kann. Ne? Also ich habe jetzt mit 3 Farben gearbeitet. In der Anleitung sind auch 3 Farben vorgesehen. Ihr könnt aber auch mit 4, 5 oder 6 Farben arbeiten. Das ist völlig egal. Ne? So wie es euch beliebt. Das Muster ist vorgegeben in der Anleitung. Und und dann könnt ihr mit den Farben theoretisch machen, was ihr wollt. Fürs Design ist jetzt so diese Reihenfolge vorgesehen, aber der Kreativität sind da natürlich keine Grenzen gesetzt. Da könnt ihr natürlich machen, was ihr wollt. Die Armlänge ist auch mit dieser Länge vorgegeben. Aber theoretisch, wer da ein bisschen Erfahrung hat, kann sich das verlängern oder verkürzen, wie er möchte. Das wird nahtlos von oben nach unten gestrickt. Ihr beginnt am Rückenteil, legt das Rückenteil still. Wenn ihr die gewisse richtige Länge und Zunahmen erreicht habt, dann werden aus den Schultern die Vorderteile einzeln vorgenommen, eben aus dieser Schulternaht. Und die werden dann halt runtergestrickt, es werden Aufnahmen für den Ausschnitt aufgenommen, es werden Maschen für den Ausschnitt zugenommen, damit der so ein bisschen in Form gelegt wird. Dann wird das Vorderteil verbunden, ihr strickt weiter runter, dann werden hier ein paar Zunahmen für den Armausschnitt gemacht, es wird Vorder- und Rückenteil verbunden, dann könnt ihr den Rundenglatt runterstricken. Später werden dann hier halt die Maschen für den Ärmel aufgenommen und hier eben auch für den Ausschnitt. Und dann ist das Teil schon fertig. Und dadurch, dass ihr halt wirklich, es ist halt so viel Abwechslung im Spiel durch die Konstruktion an sich natürlich, dadurch, dass ihr immer irgendwie was anderes machen müsst. Und dann, wenn ihr nachher am Körperteil seid,
durch die Mosaikmuster, also durch die Hebemaschenmuster, ist halt auch mal Abwechslung dabei. Also es wird halt echt nicht langweilig, ne? Und ich mag es halt auch super gerne tragen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es halt, wie gesagt, es ist schlicht, es ist leger. Ihr könnt es auch theoretisch einfarbig stricken. Wenn ihr sagt, ihr mögt keine Farben, dann macht ihr das Muster und strickt es einfarbig und ihr strickt halt einfach glatt rechts runter, ne? Wie gesagt, der Kreativität sind da überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Ja. Auf jeden Fall freue ich mich schon drauf. Genau, jetzt am Freitag, am 7.6. wird das Design online gehen. Es wird 20% Einführungsrabatt geben. Und da wird es dann auch einen Code geben. Das gebe ich euch dann halt. Aber bei Instagram wird dann ja der Veröffentlichungspost sein, bei Facebook auch. Und ich hoffe, ich denke dran, den bei YouTube hier auch hochzuladen. Ich hoffe, ich denke dran. Also da wird es dann halt auch nochmal so einen Beitrag geben. Aber ich vergesse sowas ganz gerne mal. Ansonsten auf jeden Fall bei Instagram gucken. Da wird dann auf jeden Fall alles stehen. Und dann bekommt ihr in meinem Shop und bei Reverie bekommt ihr dann 20% und bei Etsy, genau, bekommt ihr dann 20% Rabatt, Einführungsrabatt. So. Oh, so viel geredet schon wieder, ich bin gleich wieder Durst, ne? Mhm. Genau. Und dann passiert ihr aber im Hintergrund tatsächlich gerade ganz viel, weil ich einfach gerade so ein bisschen, ich bin so im Flow. Es ist so, ich habe gerade so Bock wieder auf Lace-Muster, so ganz extrem. So im Winter war ich so mehr so auf Struktur und so ein bisschen grober. Und jetzt bin ich gerade wieder so voll auf, ja, auf Lace. Und deswegen das Lisande-Tee, das ist ja jetzt gerade im Teststrick. Das fertige Tee habt ihr ja letzte Woche schon gesehen. Ich habe jetzt mein zweites Tee angefangen. Das habe ich, wie soll es anders sein, in meiner Mut Stavanger. Ich kann sie wirklich immer empfehlen. Ich weiß, dass Evelyn von Maschenträume neulich gerade gefragt hat, ich weiß nicht, ob sie mich guckt, aber wenn sie mich guckt, dann ist das jetzt vielleicht interessant für sie. Ich kann Mut sehr empfehlen. Also es gibt ja viele andere Taschenhersteller auch aus Leder, die kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich weiß, dass hier Freya von Selfmade, die imitieren das so ein bisschen. Und dann gibt es, glaube ich, auch noch Redesigned oder so. Die sollen wohl auch ganz gut sein. Aber ich bisher muss ich sagen, die von Redesigned, die gefallen mir auch ganz gut. Teilweise sehen die Modelle aus ähnlich aus wie bei Mood. Teilweise haben sie was Eigenes. Aber ich muss sagen, bisher bin ich sehr überzeugt von Mood. Und ja, aber das ist Geschmackssache. Das ist halt wirklich Geschmackssache. Aber Evelyn, also falls du guckst, die Tasche könnte was für dich sein, weil man kann sie nämlich, man kann sie einfach hinstellen und dann auf so offene Tasche rausstricken. Sie hat innen noch Taschen, ich mache jetzt hier mal Werbung, ne? Sie hat Seitentaschen, man kann sie sich umhängen und man kann hier vorne nämlich auch den Knopf vormachen und dann kann man hier so ein bisschen aus den Seiten rausstricken. Da, ne, wenn man zum Beispiel zwei Fäden hat. Man muss natürlich, gut, hier muss, das ist natürlich, ne, da muss man natürlich immer mit den Reißverschlüssen aufpassen. Aber da habe ich bisher tatsächlich noch gar keine Probleme drin, mit gehabt. Allerdings ist das jetzt keine Größe für so einen richtig fetten, chunky Pullover in 2-3XL. Dafür ist sie zu klein, die geht für den Anfang. Also jetzt so mein Tee zum Beispiel passt da super rein, weil das hat halt keine Ärmel, das ist ein bisschen dünner. Ansonsten mache ich daran halt immer, ich habe hier immer ein Projekt drin, ne? Also entweder die Kindersachen oder eben meine Tees oder sowas oder Mützen, Shawls, alles. Shawls hätte ich gerne mal. Habe ich natürlich noch nicht, also hier Cowls. Oder den Anfang halt. Wenn ich einen Anfang Pullover zu stricken, fange ich meistens in dieser Tasche an und wenn es nicht mehr passt, dann packe ich halt um. So, auf jeden Fall habe ich hier drinne mein zweites Lisande-Tee, also mein finales Lisande-Tee, das ich hoffentlich dann in Kassel auch tragen werde. Ich hoffe es. Ich mache das mal so ein bisschen hier auf dem Bügel auf, damit man das ein bisschen hübscher sieht, weil so viel habe ich da noch nicht. Meine Teststricker sind da weiter, aber ich musste erstmal das Ethno-Tee fertig kriegen. So, das ist auch wieder aus der Summer Baby Decay von Zauberkunstgarne von Steffi. Das wurde mir auch zur Verfügung gestellt. Genau, ich liebe ja dieses breite Bündchen, den Ausschnitt. Hinten dann sind verkürzte Reihen. Und vorne auf dem Vorderteil wird dann ja jetzt das Lace-Muster gestrickt, ne? So. Sieht man jetzt noch nicht so viel, ne? Aber ja, ich blende euch sonst noch mal ein Foto von dem fertigen Lisande-Tee ein, wie ich das trage. Da sieht man das dann auch noch mal ganz schön. Ich mag halt auch gerne so diese breiten Raglan-Linien. Das ist noch mal ein bisschen was anderes. Ich habe das ja sonst immer ein bisschen feiner. Ich stricke das auf meinen Chiagu Red Lace Nadeln. Also das feste Rundstricknadel mache ich momentan lieber als Nadelsteck- oder Schraubsysteme. Und diese coolen, ich von Steffi bekommen auch.
von Zauberkunst Garden, finde ich auch super cool. Ja, und genau, das ist die Summer Baby Decay, hier ist sie so ein bisschen gewickelt schon, das ist die Farbe Kaschmir. Super cool, ich mag die so gerne. Lässt sich auch super schön verstricken. Ups, genau, und da bin ich jetzt gerade jetzt wieder primär bei. Primär? Also da liegt die Priorität mehr drauf. Mein Deutsch ist auch schon wieder, naja. Genau, und dann hoffe ich, habe ich das rechtzeitig fertig, weil das Release des Lisande Tees soll ja auch am 5.7. dann sein, direkt zu Kassel halt. Und wie gesagt, bei Steffi wird es dann Stricksets geben, zusammen mit der Anleitung. Bei mir wird es natürlich dann auch wieder einen Einführungsrabatt geben. Und eventuell wird es dann auch noch eine Verlosung geben, genau, für ein Strickset quasi. Das müssen wir aber nochmal besprechen. So, das war das. Und dann habe ich ja ganz viele Anfragen gekriegt, ob es dieses Design, also das Lisande Tee, ob es das auch für Kinder geben wird. Und da war ich erst nicht so überzeugt, das habe ich euch ja schon erzählt, weil ich so gedacht habe, oh, irgendwie ist das so. So ein Erwachsenen-Design. Ich habe das bei Kindern nicht gesehen. Ne? Und weil das halt auch so fein und so zart alles ist. Und eigentlich bin ich bei Kindern auch dafür, gerade bei den Kleinen, dass sie so ein bisschen feinere Wolle und so. Aber nicht bei, irgendwie hat das mir mit diesem Design, das hat nicht gepasst. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das in meinem Kopf nicht umgesetzt gekriegt. Da habe ich gedacht, okay, die Anfrage ist so groß, ich versuche das einfach mal für Kinder. Aber ich habe das da eben nicht mit diesem feinen Garn gesehen und mit diesem feinen Muster. Ich habe es ein bisschen grober gesehen. Ne? Und da habe ich dann ja schon eins gestrickt. Das ist dieses hier. Und da war ich tatsächlich überrascht, wie gut mir das gefallen hat. Das habe ich jetzt fürs Äffchen gestrickt. Das ist aus der BC Garn Bio Balance. Allerdings habe ich die doppelt genommen, sodass ich auf eine Maschenprobe von 20 Maschen komme. Genau. Und ich fand das echt total schön. Ne? Also das Muster kommt natürlich ganz anders rüber als mit dem feinen Garn. Aber das finde ich eben auch gerade cool. Bei den Kindern, denn es wird jetzt eine Kinderversion geben, aber es wird jetzt nicht das Lisande Tee, sondern es wird einfach nur Lisande Kids sein, weil es wird das Tee beinhalten und auch die Pullover-Version. Denn mit einer Maschenprobe von 20 kann man sowohl als auch machen. Ne? Also fürs Sommer, für den Sommer oder fürs Frühjahr mit kurzen Ärmeln und dann eben Baumwollmischgarne oder Seidenmischgarne oder wie auch immer. Das hier ist ja nun Baumwoll-Wollmischung. Und für den Winter nimmt man dann halt irgendwie einfach nur ein Wollgarn oder ein Alpaka-Garn oder wie auch immer. Die Maschenprobe ist die gleiche und das wird beide Versionen dann in einer Anleitung geben. Genau, ich blende euch hier mal ein Bild ein. Ich habe mit einem Äffchen schon Bilder gemacht, die sind auch echt süß geworden. Und genau, und das hat mir super gut gefallen. Da sitze ich auch schon dran, die Anleitung ist geschrieben, die Größen sind gradiert. An der Anleitung feile ich allerdings gerade noch ein bisschen und ich muss die Langarm-Version auch noch fertig machen. Ich habe auch erst gedacht, das ist nur was für Mädchen. Deswegen hieß es zwischendurch auch Lisande Girls, weil ich gedacht habe, na, es ist halt nur für Mädchen. Und dann habe ich aber gedacht, nee, als ich dieses grobe Muster gesehen habe, habe ich gedacht, das geht auch für Jungs, also wenn man es mag. Ne? Und dann habe ich gedacht, jetzt nicht unbedingt als Tee, aber als Pullover. Und wenn ich dem Wikinger jetzt in Braun oder in Beige, das sind, oder in Dunkelgrün oder so, das sind ja so die Farben, die ich bei ihm super gerne mag, wobei diese Farbe hätte mir bei ihm auch gefallen. Und dann eben die Pullover-Version. Da finde ich auch dieses Lace-Muster für Jungs absolut passend. Aber das werde ich dann sehen. Ich werde es ausprobieren. Na, also ich werde erstmal das fürs Zieglein fertig machen. Das zeige ich euch gleich auch. Und dann wird es da auf jeden Fall auch noch eine Version geben für die Winterversion. Und da wird der Wikinger dann auch was bekommen. So. Und dann habe ich jetzt das zweite Lisande Kids auf den Nadeln in meiner Pretty Knit Seersucker Tasche. Heute kommt übrigens, ich habe euch das ja beim letzten Mal gesagt, ich musste tatsächlich wieder bestellen. Weil die neue Kollektion ist ja seit 1.6. online. Und da habe ich mir auch wieder dieses Format bestellt. Ich mag das halt total gerne. Ne? Also ich nutze eigentlich fast alle meine Pretty Knit Taschen. Wie gesagt, ich habe auch genähte Taschen, also selbstgenähte Taschen. Die nutze ich im Moment gar nicht so viel. Ich nutze wirklich überwiegend die Mood und diese hier, weil ich die einfach schön finde. Ich mag meine auch, aber die nutze ich teilweise auch, weil ich da auch sehr große habe. Die sind für meine Pullover und so sehr praktisch. Aber ja, die nutze ich sehr gerne. Und die neue Kollektion von Pretty Knit hatte mir einfach so gut gefallen. Habe ich mir wieder so ein Format bestellt und dann die ganz große Tasche diesmal auch. Diesen Shopper, den man so über die Schulter nimmt, weil ich den eigentlich so ganz cool finde, wenn man halt, wenn wir so zu meinen Eltern fahren und ich da halt alles reinschmeiße oder
Ich habe da auch mal eine große Tasche genäht, aber die ist schon so abgeranzt, die habe ich schon seitdem das Zieglein-Baby ist. Damals habe ich die genäht für Liebstes, genau, von Ronja. Ich weiß nicht, wer näht, kennt Liebstes wahrscheinlich. Und die macht ganz viele Kinder, Schnittmuster und so, also aus dem Nähbereich. Und damals wurde eben auch so eine Strandtasche genäht, die habe ich auch mit Probe genäht. Und die habe ich, da war die große Zieglein, wie alt war die? Ein Jahr vielleicht, nee, ein halbes Jahr. Oder ein Jahr, weiß ich nicht, irgendwie so. Und seitdem habe ich die schon und die hält auch immer noch, ne? Aber die ist halt auch einfach nicht schön, nicht so schön genäht und auch vom Stoff her irgendwie damals nicht so schön gewählt und sie erfüllt ihren Zweck, aber dann habe ich gedacht, ach komm, ich wollte jetzt nochmal was anderes und eine andere Hose haben. Egal. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt, das müsste auch heute kommen, freue ich mich schon drauf, deswegen erzähle ich das genau. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt fürs Zieglein eben das Tee auf den Nadeln. Das wird auch richtig toll, glaube ich. Das ist hier dieses aus der Lamana Perla. Die wurde mir von Lamana zur Verfügung gestellt. Na, da kommt dann hier so das Muster auch richtig gut raus. Und bei der Lamana Perla ist eben das Schöne, die kratzt null. Null, 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 null. Also wenn die mir da nachher erzählen, also der hier, finde ich, kratzt auch nicht, das Äffchen immer so in das kratzt. Aber das mag natürlich sein, da ist, die ist ein bisschen grober als die Perla, aber die, also gut, Sensibelchen halt, ne? Aber die kratzt noch mal viel, viel weniger, eben gar nicht so, ne? Also das ist die normale Perla. So. Und die hat nämlich 60% Baumwolle, 25% Alpaka und 15% Seide. Also die wirklich die gar nicht. Und dann hat sie eben noch so diesen richtig schönen Glanz. Und auch so, wenn man sie anfasst, also fässt sich wirklich toll an. Das ist ein unheimlich schönes Maschenbild, finde ich. Nach dem Baden wird es ja noch mal sauberer. Und ich glaube, das lässt sich auch ganz toll tragen. Ich glaube, da möchte ich mir auch noch was draus stricken. Also da muss ich für mich auch noch mal mir was überlegen, weil ich glaube, dass sich die Wolle einfach richtig toll tragen lässt. Bin ich ganz neidisch auf meine Kinder, dass die sowas, auch sowas Cooles. Wobei, dafür haben die Summer Baby Decay nicht. Ne? Wobei, da habe ich ja noch ein bisschen was über. Aber das ist so ein edles Garn. Vielleicht mache ich da doch irgendwann noch mal einen Shawl draus oder so. Genau. Und das habe ich jetzt demnächst wahrscheinlich auch bald fertig. Da sitze ich nicht mehr so lange dran. Und da kriegt das Zieglein dann ja auch noch einen Rock zu. Ich möchte mir auch noch einen Rock nähen. Und genau, das Äffchen bekommt auch noch einen Rock. Da zeige ich euch nachher die Stoffe, die ich da gekauft habe. Und ich habe auch schon einen Proberock fertig. Der gefällt mir noch nicht so hundertprozentig, aber ist aus Probestoff. Das geht. Genau. So. Und das möchte ich dann erstmal fertig stricken und dann. Ups. Und dann geht das auch in den Test. Da werde ich dann den Aufruf machen wieder über Instagram. Und die stricke ich auf den Knitpro Mindful Nadeln. Auch da sind wieder Steffis Maschenstopper drauf. Momentan stricke ich halt auch einfach sehr gerne auf Metall. Weiß ich auch nicht, ist gerade so ein Tick von mir. Eigentlich mag ich gerne Holz, aber im Moment bin ich mehr so auf Metall. Ja, so, dann das nächste WIP. Wie soll ich es alles sagen? Ist wieder Petit hier natürlich, ne? Ja, ich liebe ihre Taschen. Und ich bin ein bisschen weitergekommen an meinem Edla Cardigan Kids. Ich immer mal wieder ein bisschen weiter gestrickt. Ich bin kurz vorm Muster. Ja, also ich habe jetzt keinen Progress Keeper drin, aber das letzte Mal war ich eben so gerade kurz nach der Ärmelabteilung. Na, hier ist ja wie gesagt dieses schöne Muster an den Raglanlinien. Dann wird eben das Bündchen direkt angestrickt mit I-Cord und kraus rechts. Und genau. Und dann kommt hier unten nachher auch das Lace-Muster. Ich bin jetzt hier, mache ich gerade die Zunahmen für die A-Linie. Und genau. Und dann kommt dabei das denke ich, wird auch nicht mehr ganz so lange dauern. Aber den stricke ich immer halt, weil die anderen Sachen eben Priorität haben. Deswegen stricke ich die anderen Sachen halt momentan mehr. Und auch die stricke ich auf Metallnadeln, auf den Adi Classic Lace. Die mag ich auch super gerne. Nadelstärke 4. Die haben so das rote Seil. Das sind fast meine Lieblingsnadeln. In Nadelstärke 4, die ich habe. Ja. Also die Chirgu auch. Aber ja, die mag ich auch super gerne hier, die Adi Classic Lace, weil die haben halt auch eine schöne Spitze. Die normalen Classics sind mir meistens ein bisschen zu stumpf. Aber so die Lace, die sind richtig gut. So, und auch da sind Maschenstopper drauf.
Auch von Steffi. Also da habe ich mich ein bisschen eingedeckt. Ja, genau. Und der Cardigan wird gestrickt aus der Langjans Merino 150. Genau. Ja. Und die Anleitung, wie gesagt, vom Edler Kufte ist es ja. Gibt es ja schon. Aber wie gesagt, die aktualisiere ich gerade. Und da muss ich mal gucken, ob es einen Teststrick geben wird oder nicht. Da bin ich immer noch unsicher. Ich muss erstmal den Prototyp fertig kriegen und dann schauen wir weiter. Aber ich halte euch da auf dem Laufenden. So, das waren eigentlich schon so meine fertigen, also nicht fertigen, sondern meine Stricksachen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo ich weitermache. Auf jeden Fall habe ich schon Wolle für die nächsten Lisande Kids da. Das zeige ich euch auch nochmal. So, das ist einmal die Duo. Na, da bekommt das Zicklein noch ein Tee draus. Und der Wikinger wünscht sich einen Pullover in dieser Farbe. Das ist die Lamana Como. Da habe ich auch noch genug da. Da muss ich mal gucken, ob es die wird oder was anderes. Beim Wikinger bin ich noch nicht ganz sicher. So. Oh, was ich euch noch mal zwischendurch zeigen muss. So hübsch. Ich war bei Systrene Grene einkaufen. Guck mal. Ist das nicht ein hübscher Teller? Da habe ich jetzt so ein bisschen, das ist alles die Lamana Como, weil ich einen Teil wieder geribbelt habe. Ne, aber da ist hier so, eigentlich wahrscheinlich für Dips oder für Nüsse oder so. Ich habe da jetzt Wolle drin, aber ich fand den so hübsch, den musste ich mitnehmen. Manchmal ist das so, ne? Wenn ich einen schlechten Tag habe. Ach so, und das kann ich euch auch nochmal zeigen. Das habe ich ja alles zwischengeworfen, habe ich bei Ikea gekauft. Weil ich ja nicht mehr ganz so viel nähe. Habe ich mir so ein mobiles Teil. Auf der Rückseite geht auch. Da habe ich so die Haken für Schere und so auch. Und hier sind halt so meine ganzen Nähmaschinennadeln. Hier sind die Clips, womit man halt die Teile miteinander verbindet. Mein Roller, also mein Stoffschneider, Trenner, Stoffschere, Bleistift, alles, was man so braucht. Genau, habe ich hier alles drin. Und kann ich halt wegstellen, wenn ich es nicht mehr brauche. Das muss ich rausschneiden. Da war ich hier gerade ein bisschen verpeilt. So, dann ist hier noch eingezogen. Ich habe mir ordentlich Baumwolle gekauft. Hier so einen ganzen Korb voll. Also verschiedene, ne? Teilweise ein bisschen was von Freya. Das ist ja von Selfmade, die Marke. Dann habe ich hier ein bisschen was von Ätna, also von Yerbo. Da hatte ich noch ein bisschen was zugeschickt bekommen zum Testen, aber das passt von der Nadelstärke auch sehr gut. Dann habe ich hier ein bisschen was drin. Jetzt will die Katze rein. Dann habe ich hier ein bisschen was von Hobby. Also ich habe mir so ganz verschiedene Farben geholt. Dann zum Beispiel hier nochmal so von Systrene Grene, so diese kleinen. Da habe ich mir aber auch ein paar normale größere Knäuel geholt, sodass ich hier eine recht bunte Vielfalt habe. Und da reichen ja theoretisch auch oft so ein paar Einzelknäuele. Denn ich habe euch ja gesagt, ich möchte es versuchen, aus diesem Buch was zu häkeln. Ich muss mal gucken, ob es wird. Aber ich habe euch das ja beim letzten Mal vorgestellt und ich möchte euch mal so meinen Favoriten zeigen, den ich so toll finde im Moment. Wo ist er hin? So. Ich finde den Elm, der Baumelf. Ne? Mal gucken. Entweder der oder hier die eine Waldelfe, die ich hier gesehen habe. Die fand ich halt auch so zuckersüß. Ich muss mal gucken, wer es wird. Aber auf jeden Fall habe ich mir hier die. Genau. Oder hier die Pilzelfe. Die finde ich auch noch ganz gut. Also da waren so einige drin, die ich super gut finde. Und ja, dann habe ich es wieder weggeschoben. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ich kaufe mir zumindest schon mal die Wolle. Und wenn ich die Wolle nämlich habe, dann muss ich ja irgendwie auch anfangen. So. Ob ich es tun werde, ich hoffe. Drückt mir die Daumen. Also ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. So, dann sind wir durch mit dem Gestrickten und mit den Häkelplänen. Dann kommen wir jetzt so ein bisschen zum Nähen. Ich zeige euch mal die Stoffe, die ich jetzt so geplant habe. Einmal der. Ups. So. Also zu meinem Lisande Tee möchte ich mir ganz gerne einen Rock aus diesem Stoff nähen.
weil ich denke, dass die Farben da sehr gut zusammenpassen. Ne? Ich glaube, das passt ganz gut. Und das soll der Gibson Skirt von Sue Liberated werden. Da gibt es verschiedene Versionen. Ich habe jetzt mal die mit den Seitentaschen getestet. Die trägt bei mir sehr auf. Also das ist jetzt ein Probestoff, ne? Der macht jetzt gerade so Bam, weil da ist sehr viel drauf. Da habe ich aber einen ganzen Ballen von einfach. Und genau, und ich wollte jetzt halt den Stoff hier, ich habe gedacht, ich mache erstmal eine Probe. Das hier oben halt so. Ist jetzt nicht so sauber genäht, es ist einfach sehr lange her, dass ich genäht habe. Und mit Baumwolle habe ich mir schon immer schwer getan. Genau, der hat so diese Länge. Der trägt bei mir allerdings sehr auf durch die Seitentaschen. Und das ist ja auch so ein bisschen Hüftrock. Ja, aber ich muss mal gucken. Also es gibt den auch nicht mit diesen Seitentaschen, sondern so mit Eingriffstaschen. Und das ist wahrscheinlich ein Ticken besser. Ich muss mal gucken. Aber ich denke auch, vielleicht trägt er auch nur auf, weil das Muster halt so viel ist. Ne? Also wenn ich jetzt hier so ein, das aus so einem schlichten mache, dann ist das wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Und auch das wollte ich, wie gesagt, dann gerne in Kassel anziehen. Mal sehen, ob es so klappt. Oder die Hose. Also ich habe schon eine Hose aus dem gleichen Stoff jetzt zugeschnitten, weil ich ihn erstmal test nähen muss. Auch von Sue Liberated und das ist die Chanterelle Pants. So, und dann habe ich fürs Zieglein, die hat sich den ausgesucht. Und den dann halt passend zu ihrem Tee. Das denke ich, wird auch grandios aussehen. Also das wird richtig, das finde ich, passt richtig gut zusammen. Und die kriegt halt auch so einen Rock dazu. Ich glaube, den von Sue Liberated kann ich für sie nicht nehmen, weil ich glaube, da ist sie tatsächlich für die kleinste Größe noch zu klein. Aber das wird vielleicht das Pokus-Ding von 4Chapter. Das ist halt vom Stil her ähnlich. Da muss ich mal gucken. Hat auch Eingriffstaschen dann und so. Genau, und fürs Äffchen, die bekommt dann wahrscheinlich aus diesem Stoff einen Rock. Die mag das ja, die liebt ja lila. Das ist halt so ein, wie heißen die? Ich vergessen, wie die Stoffe heißen. Mit so besticktem und ein bisschen Lochmuster drin und so. Und sie bekommt halt auch noch einen Tee aus der Lamana Perla in so ganz hellem Lila. Deswegen, ich muss mal gucken, ob das hierzu passt oder ob ich doch irgendwie doch nochmal einen anderen Stoff nehmen muss. Ich habe da ja noch ein bisschen was liegen. Ich habe da noch ganz viel Leinen liegen und ganz viel Baumwolle, weil ich halt für mich noch Röcke und eben auch so diese Hosen nähen möchte. Und das Studio Linen Dress heißt das, glaube ich, auch von Sue Liberated. Das halt so mit so Trägern und so mit Taschen vorne dran und so, ist finde ich auch ganz cool. Das habe ich alles bei Andrea Mori mal gesehen. Die hat sich das nämlich genäht und ich dachte, das sieht schon cool aus. Ne? Deswegen muss, außer den Rock. Aber die Chanterelle Pants, meine ich, die hat sie sich genäht, genau. Und das Studio Linen Dress auch, genau. So, dann haben wir das jetzt. Dann... muss ich gerade überlegen, das habe ich gezeigt, habe ich erst gezeigt. Das, was am Wolle jetzt noch geplant ist, auch. So, dann kommen wir jetzt, warum ich mich auch mal so freue, diesen Strickpodcast aufzunehmen. Also eigentlich ist es ja so, man redet ja die ganze Zeit mit der Kamera, mit sich alleine. Ist ja am Anfang schon komisch gewesen, man gewöhnt sich dran. Aber auch wenn man alleine ist hier, macht es trotzdem total Freude, darüber zu sprechen. Na, und dann bin ich natürlich immer gespannt, wie findet ihr das, was ich euch zeige? Seht ihr was genauso wie ich? Seht ihr was anders? Habt ihr Tipps? Oder wie auch immer, je nachdem, was eben gerade anliegt. Ich würde mir natürlich... Ach, ich muss die Katze mal rauslassen. Bitte. Tschüss. Ich würde mir natürlich noch wünschen, dass ich in der Nähe auch jemanden hätte, mit dem man sich mal treffen könnte und dann zusammen stricken könnte und ja, so ein Stricktreff halt. Ne? Und hier bei uns gibt es sowas, gibt es wohl, aber das habe ich gehört, da war ich selber noch nicht. Es ist so schon sehr so zusammengewachsen und ja, ist so ein bisschen schwer da reinzukommen, denke ich. Ja. Und aus meinem, also meine Mutter strickt ab und zu, meine Tante strickt auch und genau. Aber ich hätte schon einfach mal Bock auch auf ein Stricktreff. Ich war jetzt beim Knit Club in Hamburg bei Knitmates, die das ja organisiert. Das war auch total schön. Ist aber auch jedes Mal eine Entfernung. Da würde ich zwar gerne auch öfter nochmal hin. Das ist halt einmal im Monat. So, aber ich habe überlegt, theoretisch, vielleicht gibt es ja hier in der Nähe von Lübeck auch Leute, die gerne stricken und die...
ja, vielleicht auch nicht so viel im Bekanntenkreis haben, die da gern drüber reden, die eben auch gerne stricken und die einfach Bock haben, dass man sich vielleicht in gewissen Abständen einfach mal irgendwo in der Location trifft, dass man halt irgendwo in so einem Restaurant, ich weiß nicht, in Lübeck gibt es ja das Barcelona zum Beispiel oder auch das Café del Sol. Ich denke mal, da kann man sich so ganz gut treffen, vielleicht mal frühstücken zusammen dann oder so und dann oder Mittagessen oder wie auch immer. Und dann, ja, einfach ein bisschen stricken und ein bisschen austauschen, sich kennenlernen. Da hätte ich Bock drauf. Vielleicht sind ja ein paar unter euch auch hier aus Lübeck oder aus der Umgebung und haben Bock drauf. Das könnt ihr mir ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Und wenn wir da ein paar Leute zusammenkriegen, dann kann man da ja vielleicht mal was organisieren. Ja, dass man da vielleicht, ja, dass man da vielleicht wirklich mal so ein Treffen zustande bekommt. Und das dann, wenn es uns allen gefällt, kann man das ja vielleicht öfter machen. Also ich würde das schön finden. Auch so echte Menschen so direkt vor sich zu haben, weil letztendlich, das ist halt digital jetzt, das ist halt total schön und sowas und ich genieße das auch. Aber so, wenn man sich so gegenüber sitzt, ist das halt auch nochmal was anderes. Ich finde das einfach schön und gemütlich und ich esse gerne. Also ich wäre für Frühstück, ich liebe Rührei, ich liebe Buffet, Frühstücksbuffet. Das wäre für mich so das Nonplusultra, wenn man sich irgendwo in der Location trifft und da ist ein richtig schönes Frühstücksbuffet und dann schön stricken und klönen, könnte ich den ganzen Tag machen. Könnte ich, den ganzen Tag könnte ich das machen. So, genau. Könnt ihr ja mal vielleicht in die Kommentare schreiben, ob ihr hier aus der Nähe kommt, ob ihr prinzipiell Bock auf sowas hättet. Und dann kann man ja vielleicht einfach mal näher drüber sprechen, wenn wir genug Leute zusammenkriegen. Wobei ja auch eine kleine Runde geht. Man müssen ja keine 20 Leute sein. Reicht ja auch, wenn wir so drei, vier Leute sind, das ist ja auch schön. Na, also wie gesagt, ich freue mich über jeden, der da Bock drauf hat. Dann kommen wir jetzt einmal zur Verlosung. So. Genau. Ich habe mich ja am Anfang schon bedankt, ich muss es wieder tun, weil ich finde das einfach total schön. Ich hätte das nie gedacht, dass ich wirklich mal auf diese 4000 Follower komme. Und ja, ich finde es schön, dass immer mehr Leute, neue Leute auch zu mir finden, die vielleicht dann auch das mögen, was ich mache, was ich entwerfe, was ich stricke. Und von daher, ja, hoffe ich natürlich, dass ihr weiter bleibt. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch weiter wachsen. Da müssen wir mal gucken. Und ja, jetzt möchte ich mich bei euch natürlich bedanken. Und allerdings, ich hoffe, ihr freut euch trotzdem drüber. Das ist dieses Mal nichts so fett organisiertes über Mut oder über irgendeinen Garnhersteller oder so. Weil ich halt überlegt habe, ich habe so viel Wolle hier. Ich habe hier wirklich, ich habe so viel Wolle und ich werde das nicht mehr alles in diesem Leben verstricken. Und ich habe jetzt einfach mal ein bisschen was aussortiert und genau und habe mir überlegt, ich mache ein paar Wollpakete fertig und packe dann natürlich so noch ein paar Goodies mit rein und sowas. Und genau. Ich zeige euch einfach mal, was ich so ein bisschen zusammengesucht habe. Das sind teilweise Einzelknäule, das sind teilweise so ein paar zusammenhängende Knäule oder Stränge oder wie auch immer. Und ja. Vielleicht freut sich der eine oder andere drüber. Für so kleine Projekte reicht es auf jeden Fall. Oder man macht sich vielleicht einen bunten Pullover oder sowas. Genau, ich zeige euch das einfach mal. Teilweise ist die Wolle auch schon mal angestrickt gewesen. Und habe sie dann aber wieder zusammengewickelt. Aber da ist jetzt nicht irgendwie was abgeschnitten worden oder so. Na, wo ich so sage, naja, die Wolle ist ja trotzdem dann noch gut. Teilweise sind es Wollreste. Und ich weiß noch nicht, es werden wahrscheinlich zwei Pakete. Na, weil ich finde, es ist schon recht viel. Und ich denke, es werden zwei Pakete werden. Genau. Ich habe hier einmal so ein Paket mit der, also eine Tüte rausgesucht mit der Mio von Yerbo. Es sind verschiedene Farben. Ups. Ich mache es ein bisschen auf. Na, das ist so die Mio. Das ist ein Merino-Garn. Das finde ich, da habe ich damals die Riesgänser draus gestrickt für den Wikinger. Und das ist ein Fingering. Und ja, ich finde es total schön. Das sind jetzt zum Beispiel diese Farben. Und so, diese Menge ist das. Und ich finde auch so, diese vier Farben an sich passen auch schon so geil zusammen. Und das ist schon, es sind teilweise neue Knäule, die noch nicht angestrickt sind. Teilweise sind es, es ist ein, zwei Reste, die beiden hier. Die beiden, also der gelbe und der rote, das ist ein Rest. Aber ist trotzdem noch ordentlich was drauf. Genau, ups, salla. Das war einmal das. Dann habe ich für euch einmal Knit Crate Wolle.
Da habe ich zum Beispiel den Kaul für den Rieskaul für den Wikinger draus gestrickt. Da habe ich damals so viel bestellt, weil die hatten damals ein Sale. Das knistert, ne? Genau. Das ist hier die Wolle. Die habe ich für den Kaul für den Wikinger benutzt. Na, und das ist eine Highland Wool. Ist ein Aran Weight. Und gefärbt ist das von Vesuvius Crafts. Der ist da, ist so das Label von ihm. So, und da habe ich diese Menge. Also 4 von dem roten und 2 von dem gelben. Und genau, da sind nämlich auch drauf, genau, das ist peruanische Highland Wool. Und da sind 191 Meter auf 50 Gramm. Also ist schon recht dick. So, dann habe ich ein bisschen was von Sandnes Garn. Das ist die Spot von Klumpe Lumpe. Das ist ja ein Garn, das kann man als Sockenwolle nehmen, kann man auch für Pullover nehmen. Ja, da habe ich einmal diese Farbe und so ein Braun. Ja, also genau, und das ist ein DK Weight. Die hat 22, also die hat 135 Meter auf 50 Gramm. Und das ist halt 40% Alpaka, 40% Merino-Wolle und 20% Nylon. Also die geht halt auch super für Socken. Habe ich gleich da alles zusammen. Dann habe ich hier jetzt noch so einen ganzen Sack voll mit Pima-Baumwolle von Rhea Knitters. Ja, das ist ja diese hier. Da sind, ich glaube, 200 Meter, 212 Meter auf 100 Gramm. Die wird mit richtiger Nadelstärke gestrickt. Da habe ich hier ein so ein Knäuel mal angestrickt gehabt. Aber das ist an sich noch vollständig. Und da habe ich hier verschiedene Farben noch. Also da habe ich, insgesamt sind es jetzt hier noch so 3 Knäuel von dem gelben und auch 3 Knäuel von dem beigen. Ihr seht, ne, ich habe Wolle. Aber es sieht bei euch wahrscheinlich nicht anders aus mit der Wolle. Aber man kann ja nie genug haben. So, dann habe ich hier noch einen ganzen Sack voll mit der Baby Softwash von Krempke. Die gibt es ja leider nicht mehr. Die ist aus dem Sortiment genommen worden. Ich denke, dafür kam denn jetzt die Mary Merino rein. So, da habe ich jetzt noch, das ist ein Rest quasi von meinem Riesgänser noch. Und hier habe ich noch 2 volle Knäuel in diesem coolen Grün. Und dann habe ich jetzt noch 2 in diesem Beige, 2 neue. Und dann noch 2 Einzelfarben. Ups. Dieser Farbe. Ja, also das wären dann quasi schwupp. So, die. Und dann habe ich hier noch eine Restetüte mit der Simila Gods. Das sind tatsächlich Reste und ein vollständiges Knäuel noch, aber trotzdem noch große Reste, wo ich immer so sage, das geht halt super doch noch für Puppenkleider und so, wo ich so denke, oh, ich würde es ja selber auch machen, aber ich schaffe es immer nicht. Ne? Ich habe immer so viel zu tun noch, dass ich immer gar nicht weiß, selbst die Amigurumi, die ich mir da vorgenommen habe, ich hoffe, ich schaffe die. So, das sind nochmal von der Simila Gods ein ganzes Knäuel und dann noch Reste. Und dann sind wir, ist das auch schon fast, ups, und dann habe ich hier noch so ein Körbchen. Achso, hier ist auch noch ein bisschen was, auch noch eine Mio, die kommt da auch mal mit zu. Dann, das habe ich mal auch bei Selfmade gekauft und ich finde es immer noch total cool, aber ich werde es einfach, ich weiß nicht, wann ich es verstricken soll, weil ich halt ständig doch irgendwie immer an meine Projekte gebunden bin und kaum so wirklich privat strick, sag ich mal. Und deswegen, ich weiß einfach nicht, wann ich es verstricken soll, aber das ist von Freya. Und ich finde einfach, der Farbverlauf ist grandios, oder? Ich finde den so geil. Der ist so toll. Und ich habe immer gedacht, da würde ich mir so richtig schön so einen Shawl oder so draus stricken. Ja. Ich finde den so toll, aber ich weiß nicht, wann ich es...
Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich es verstricken soll. Und deswegen, vielleicht hat da jemand von euch eher so die Zeit und Muße dazu. Das ist 75% Merino-Wolle und 25% Mikrofiber steht hier. 150 Gramm sind das und das sind 375 Meter. 23 Maschen auf 10 cm sind das und dann 3,5 bis 4, also 3,5er Nadel bis 4,5er Nadel. So, das haben wir das. Dann habe ich hier nochmal von Swarthaforet einmal die Soft Lama Fein. Ganzes Knäuel und zwei Knäuele von der Baby Merino. Jetzt will sie wieder rein. Katzen, ne? Die wissen auch nicht, was sie wollen. Das ist die Baby Merino extra fein. Dann habe ich zwei Knäuele noch von der Lana Grossa Cool Wool Baby Lace. In so einem schönen Grau. Das ist ein Fingering oder ein Lace? Nee, nicht Lace, ist gar nicht Lace. Quatsch. Cool Wool Baby heißt die und das ist ein Fingering. Das sind 28 Maschen auf 10 cm, Nadelstärke 2,5 bis 3 und da sind 220 Meter auf 50 Gramm, also ist ein Lace-Garn. Ist wahrscheinlich gut für Tücher oder so. Und dann habe ich hier noch mal einmal so ein Sockengarn für euch. Das ist die Regia Premium Silk. Ups. Hier rausgeflutscht. Premium Silk in einem coolen Blau. Ah, da hat sich das so ein bisschen gelöst oben. Ist aber noch nicht angebrochen. Genau. Und das ist ja, die mag ich für, finde ich so für Socken, für Stulpen und so eigentlich echt cool. Aber wann stricke ich mal Socken? Und ich habe so für handgefärbte Socken Wolle, wo ich sage, dann würde ich wahrscheinlich erstmal das verstricken. Da sind ja auch 400 Meter auf 100 Gramm. Und das 55% Wolle, 25% Poly, 20% Seide. Genau. So, das pumpe ich hier alles wieder rein. Flupp. Also, das ist jetzt hier ganz viel Wolle. Und wie gesagt, also es ist jetzt nicht gesponsert von irgendwem oder so, sondern das ist halt wirklich alles aus meinem Stash. Aber es war alles in Tüten. Also ich passe immer schon auf die Wolle, dass da irgendwie nichts rankommt. Außer das, was ich halt in Kürze verstricken werde, was so in Planung ist. Genau. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen da was dabei. Ich weiß noch nicht, wie viele Pakete es werden. Vielleicht werden es zwei, vielleicht drei oder vier, weil es ist ja doch recht viel Wolle. Genau. Also teilnehmen könnt ihr dann quasi. Also ich lasse das Gewinnspiel laufen bis zum nächsten Podcast, der, denke ich, in 2 Wochen kommen wird. Oder in 3 Wochen. Wahrscheinlich kurz vor Kassel wird der wahrscheinlich kommen. Genau, also kurz vor Kassel. Also ich denke mal in der Woche vom 1. bis 4. 7., also in der Woche vom 1. bis 5.7. Da wird der Podcast kommen. Und es sei denn, kann auch sein, dass ich früher schon. Aber ich denke, vorher schaffe ich das nicht. Vorher werde ich vielleicht auch nicht so viel zu zeigen haben. Na doch, vielleicht, na, ach, ich weiß nicht. Also bis zum nächsten Podcast. Entweder ist in 2 Wochen ein Podcast oder eben erst kurz vor Kassel. Das muss ich mal gucken, wie ich es schaffe. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Instagram, Facebook, YouTube, niemand steht in Verbindung mit diesem Gewinnspiel. Das mache nur ich. Und der Gewinn ist nicht in bar auszahlbar. Also ihr bekommt wirklich nur das, was ich euch gezeigt habe. Und eben auch nicht alles, sondern das wird aufgeteilt in verschiedene Pakete. Und da müsst ihr euch dann überraschen lassen, wie viel dann drin sein wird. Aber es wird halt zusätzlich, werde ich natürlich noch ein paar Goodies mit reinpacken. Und genau, teilnehmen könnt ihr halt, wenn ihr mich abonniert und wenn ihr kommentiert unter diesem Beitrag. Und vielleicht schreibt ihr auch einfach dazu, welche Wolle euch am besten gefallen würde. Na, und eventuell, wenn ihr dann gezogen werdet, kann ich das dann entsprechend auch berücksichtigen, wenn ich die Pakete packe. Ne, versprechen kann ich es natürlich nicht, aber so kann ich mich zumindest schon mal ein bisschen orientieren. Genau. Und dann gucke ich mal, dann lasse ich mir noch was Schönes einfallen, was ich euch dann noch mit reinpacke. Da werde ich dann noch mal so ein bisschen losziehen und mal ein bisschen was zusammensuchen und kaufen. Und ja, ich liebe sowas, das ist ja so klar. Überraschungsboxen fertigstellen finde ich immer super. Genau. Ja, und dann bedanke ich mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch ganz viel Glück für die Verlosung. Ich hoffe, euch gefällt das so. Auch wenn es, wie gesagt, ich habe sonst ja eigentlich immer so gesponserte Sachen und sowas. Aber ich finde, sowas ist eigentlich auch mal ganz schön. Und ich hoffe einfach, dass die Wolle ein schönes neues Zuhause finden wird. Und dass es tolle Projekte werden. Genau. Ja, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und
wünsche euch eine schöne Woche und genau, wir sehen uns beim nächsten Mal.